Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Eber. Und was ich in diesem kleinen Video präsentieren möchte, entwickeln möchte für Sie, ist das Verhaltensgitter. Wir sind im Bereich Führung, Personalmanagement. Und das Verhaltensgitter ist ein zweidimensionales Prinzip. Das heißt, wir malen uns ein Koordinatenkreuz mit zwei Achsen. Diese Achse ist die Abszisse, früher sagt man X-Achse dazu, und das ist die Ordinate. An der Abszisse steht die Aufgabenorientierung. Aufgabenorientierung. Und an der Ordinate steht die Menschenorientierung. Das heißt, als Führungskraft bin ich, wenn ich hier bin, sehr stark aufgabenorientiert und wenn ich hier bin, sehr stark menschenorientiert. Skaliert wird von 1 bis 9. Ja, das heißt, der stärkste Wert ist hier 9 und entsprechend hier auch 9. Daraus ergeben sich 9 hoch 2, 81 Kombinationen. Das werde ich jetzt mit Sicherheit hier nicht sauber hinkriegen, deswegen erspare ich mir das. Aber Sie können sich vorstellen, dass daraus ein Gitter entsteht. Ja, also so sieht es vom Prinzip her aus. Nur ich erspare mir jetzt das hier wirklich exakt zu entwickeln mit 81 Feldern, denn das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist zu verstehen, was bedeutet das. Gehen wir mal in die Extreme. Das heißt, wir sind hier bei 9, Aufgabenorientierung also am stärksten ausgeprägt, und hier bei 1, Menschenorientierung ganz schwach ausgeprägt. Das heißt, dieser Führungsstil würde bedeuten, hier Meier, sehen Sie zu, machen Sie das jetzt mal fertig. Ja, muss fertig werden. Menschenorientierung sehr schwach. Aufgabenorientierung sehr stark, muss fertig werden. 1,9 wäre hier oben ganz starke Menschenorientierung. Herr Meier, wie geht's Ihnen denn? Geht's Ihnen gut? Erzählen Sie mal. Herr Meier, wenn Sie ein bisschen Zeit erübrigen können, wissen Sie, diese Aufgabe, die muss irgendwann auch mal fertig werden. Also ganz schwache Aufgabenorientierung und ganz starke Menschenorientierung. Und das Ideal dieses Prinzips ist weder hier noch hier, sondern ist hier. Bei 9. 9. Starke Menschenorientierung und starke Aufgabenorientierung. Wenn Sie mehr wollen, wenn Sie von mir Seminare kennenlernen wollen, gehen Sie mal zu spaßlerndenk.de. Und wenn Sie Lernmaterial von mir auf Video interessiert, gehen Sie zu spaßlerndenk-shop.de. Also spaßlerndenk.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank, alles Gute. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.